Hallo zusammen bei VW Digital. Heute zeige ich dir, wie du schriftlich dividierst. Im Gegensatz zur halbschriftlichen Division rechnen wir nicht mit der ganzen Zahl, sondern mit den Stellenwerten. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt an der Aufgabe 6485 durch 5. Ich notiere mir einmal die Stellenwerte hier drüber. Also wir haben die Tausender, Hunderter, Zehner und Einer. Wir beginnen jetzt mit der größten Stelle, also den Tausendern. Ich habe 6000er. Die kann ich nicht durch 5 teilen. Die größtmögliche Zahl, die ich durch 5 teilen kann und die kleiner ist als 6, ist 5. Ich teile also 5000er durch 5 und das ist 1. Jetzt bleibt 1000er übrig, das heißt, ich berechne also den Unterschied. 6 minus 5 ist 1. Und jetzt holen wir die nächste Stelle dazu, die Hunderter. Wir haben jetzt also 14 Hunderter. Die teilen wir auch wieder durch 5. Das geht nicht. Und wir müssen jetzt wieder überlegen, was ist die nächste größtmögliche Zahl, die aber kleiner ist als 14, die ich durch 5 teilen kann. Das ist in diesem Fall 10. 10 durch 5 ist 2. Und jetzt muss ich wieder den Unterschied berechnen. Es bleiben 400er übrig und ich hole die nächste Stelle dazu, die 8 Zehner. Jetzt habe ich 48 Zehner. 48 durch 5 geht nicht, aber ich kann 45 durch 5 teilen. 45 durch 5 ist 9 und ich muss wieder den Rest berechnen. Achtundvierzig minus 45 ist 3. Und jetzt hole ich die letzte Stelle dazu, die Einer. 35 Einer. 35 durch 5 geht. Das notiere ich jetzt auch noch. 35 durch 5 ist 7. Ich berechne wieder den Rest. Der ist 0. Und jetzt ist meine Rechnung auch zu Ende, denn ich kann keine Stelle mehr dazu holen. Du siehst also, wenn wir richtig rechnen, bildet sich bei der schriftlichen Division hier so eine Art Treppe. Und ich habe dir den Rest immer grün markiert als Unterstützung, damit du später erkennen kannst, ob du auch an jeden Rechenschritt gedacht hast. Wir rechnen jetzt noch eine zweite Aufgabe. Und zwar rechnen wir 4780 durch 5. Ich schreibe auch wieder die Stellenwerte hier drüber. Und hier haben wir Besonderheit, denn wenn wir jetzt mit den Tausendern starten, sehen wir schon, das geht nicht. Es gibt auch keine kleinere Zahl, die ich durch 5 teilen kann. Was können wir machen? Wir nehmen in dem Fall direkt die Hunderter mit dazu. Wir starten also mit 47 Hundertern. 47 durch 5 geht auch nicht. Wir überlegen jetzt wieder, was ist die größtmöglichste Zahl, die aber kleiner ist als 47, die ich durch 5 teilen kann. Das ist 45. Die notieren wir. 45 durch 5 ist 9. Und wir unterstreichen und notieren wieder den Rest. Wir rechnen 47 minus 45. Ist 3, ist 2. Und jetzt holen wir die nächste Stelle wieder dazu, die 8 Zehner. Wir haben also 28 Zehner. 28 durch 5 geht nicht. Wir können aber 25 durch 5 rechnen. 25 durch 5 ist 5. Jetzt müssen wir den Rest notieren. Rest 3. Und wir holen die Einer dazu. Wir teilen 30 durch 5. Das geht. Das müssen wir jetzt wieder notieren. 30 durch 5 ist 6. Rest 0.
Und wir können keine Stelle mehr runterholen. Das heißt, wir sind jetzt fertig mit unserer Rechnung. 4780 durch 5 ist 956. Wenn du jetzt noch weitere Aufgaben üben möchtest, habe ich dir dazu in der Videobeschreibung das passende Arbeitsblatt verlinkt. Und wenn du heute etwas gelernt hast, dann freue ich mich über ein Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.